Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der FDP für ein Gesetz zur Ergänzung des Artikel 1 der Verfassung des Landes Hessen, Stärkung und Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Das ist die Drucksache 19 5709. Und dazu wird zunächst die anderen mit. Ja, ich weiß nicht, wenn gewünscht wird, dass ich alle verlese, die anderen Punkte, Punkt 10 bis 29. Weiß jeder, um was es geht? Jawohl. Dann sind die mit aufgerufen. Und jetzt hat als erstes das Wort der Präsident der Verfassungsenquete, Jürgen Banse. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als vor ungefähr 2 Jahren, als ich im Krankenhaus lag, ich die Nachricht bekommen habe, dass eine Enquetekommission zur Überarbeitung, Änderung der Hessischen Verfassung beschlossen worden ist und dass meine Fraktion mich vorgesehen hat für den Vorsitz dieser Kommission, habe ich mich ehrlich gefreut, das gebe ich zu. Ich habe mir zwar überlegt, wie sollst du das schaffen, konnte keinen Schritt gehen zum damaligen Zeitpunkt, aber es war so ein Stück zusätzliche Motivation und ich bedanke mich bei meiner Fraktion dafür, dass sie mir diese Chance gegeben hat. Und ich bedanke mich zugleich auch bei den Mitgliedern der Enquetekommission, bei den 14 Abgeordnetenkollegen und den 31 Vertretern der Zivilgesellschaft, die vor allem in der Anfangsphase Nachsicht mit mir geübt haben, nachher weniger, gebe ich zu. Aber das ist ja auch so ein Prozess. Eben, es wurde adäquat reagiert. Das habe ich mir auch so gedacht. Aber es war insgesamt ein wirklich spannender Prozess. Und wenn man Zweifel an unserer Demokratie hatte, dann konnte man im Prozess dieser Enquetekommission diesen Zweifel verlieren. Es wurde von allen Seiten engagiert diskutiert. Es gab insgesamt über 240 Änderungsvorschläge aus den Reihen der Enquetekommission. Es gab über 400 Änderungsvorschläge von den Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere über Internet, aber auch schriftlich. Es war ein großer Prozess, und natürlich darf man das auch nicht überhöhen. Die Landesverfassung ist angesichts der Bedeutung des Grundgesetzes natürlich schon mit einem gewissen Vorbehalt zu versehen. Trotzdem ist es gelungen, die Menschen in Hessen etwas für diese Verfassungsänderung zu interessieren. Ich glaube, das Verfahren, das gewählt war, war klug und überlegt. Die Bürgerbeteiligung in 3 Bürgerforen war erfolgreich, spannend. Natürlich, wenn man sich überlegt, dass wir 6 Millionen Menschen in Hessen sind, waren der Schnitt derer, die daran teilgenommen haben, deutlich unterproportional, aber es waren lebhafte Diskussionen. Wir haben uns zu bedanken bei unseren Medienpartnern. Auch das ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass HR, FFH und die Zeitungsverleger mitgeholfen haben, berichtet haben, immer wieder auch die Mediation, die Moderation der 3 Bürgerforen übernommen haben und insoweit schon dafür gesorgt haben, dass dieser Diskussionsprozess, der stattgefunden hat, wahrgenommen wurde. Das habe ich auch daran gemerkt, dass, wenn man im Land unterwegs war, man doch immer wieder angesprochen wurde. Natürlich am meisten auf die Frage, wann habt ihr denn die Todesstrafe abgeschafft? Aber es gab auch ein paar andere Fragen an Überlegungen, die aufgeworfen wurden und wo die Menschen schon Anteil genommen haben, wie wir uns zu diesen Fragen stellen. Eine Verfassung ist schon eine Grundlage unseres Zusammenlebens, die Normierung des Zusammenlebens in Hessen. Ich
glaube, dass es eine ganz spannende und wichtige Aufgabe war und auch ein schöner Konsens in der Enquetekommission, dass man nicht den Versuch gemacht hat, die älteste Verfassung, die älteste Landesverfassung Deutschlands jetzt zu modernisieren mit neuen Begriffen, mit in der politischen Diskussion aktuellen Fragestellungen, sondern dass man Punkte, von denen klar war, dass sie wegen der grundgesetzlichen Bedeutung keine juristische Wirkung mehr haben, aber trotzdem das Verständnis eröffnen, wie damals, als diese Verfassung geschaffen wurde, wie damals das Denken war nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, war dieser Versuch, und der war ja wirklich ein aufregender Versuch, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und die richtigen Fakten und Voraussetzungen zu setzen, und dass man das dann auch noch später beim Durchlesen unserer Verfassung weiterhin nachvollziehen kann, glaube ich, war ein wichtiges Ziel, und ich freue mich, dass das gelungen ist. Wobei gelungen ist, ist ja ohnehin etwas großspurig, weil wir noch nicht wissen, wie dieses Gesetz jetzt den Landtag verlassen wird und wie die Bürgerinnen und Bürger in der Verfassungsabstimmung darüber entscheiden werden. Das gehört ja zu den spannenden Strukturen unserer Verfassung, dass wir dieses Zweistromsystem haben. Auf der einen Seite der Landtag, dass der Landtag aber am Schluss die Verfassung nicht ändern kann. Wir haben auch keinen Vorschlag gemacht, dieses Verfahren zu ändern, sondern das wollen wir auch weiterhin aufrechterhalten, und dass dann das Volk noch einmal Ja oder Nein dazu sagen kann. Und wir dürfen alle nicht vergessen, dass da eine gewisse demokratische Demut auch angebracht ist. Es gab einen Beschluss des Landtags, der ist, wenn ich es richtig weiß, einstimmig gefasst worden, nämlich das passive Wahlalter für Landtagsabgeordnete abzusenken auf 18 Jahre. Und das hat das Volk schlichtweg abgelehnt, obwohl es einstimmig vom Landtag beschlossen wurde. Also sicher ist da gar nichts. Es kommt schon darauf an, dass dafür richtig geworben wird. Und ich hoffe, dass uns das gelingt. Ich glaube, dass wir versucht haben, es breit anzulegen. Ich habe mich zu bedanken bei der Landeszentrale für politische Bildung, die natürlich nicht alle Schülerinnen und Schüler an der Änderung der Verfassung beteiligen konnte, aber in Workshops sehr, finde ich, sehr sensibel mit der Thematik umgegangen ist und auch dafür gesorgt hat, dass wir einen ganz aufregenden Tag mit den jungen Leuten verbringen konnten, wo die uns auch ihre Vorschläge unterbreitet haben. Manche Vorschläge haben uns wirklich verblüfft und überrascht, auch nachdenklich gemacht. Nicht alle haben wir übernommen, naturgemäß, aber spannend war es. Auch spannend zum Beispiel die Frage, dass junge Leute nicht von selbst alle sagen, jawohl, wir wollen mit 16 wählen, was ja eigentlich so naheliegend gewesen wäre, sondern dass es da auch ganz nachdenkliche andere Meinungen gab, die gesagt haben, nee, lasst uns mit dieser Wählerei in Ruhe und in Frieden. Wir haben jetzt zunächst andere Aufgaben und wollen uns zu einem späteren Zeitpunkt um solche und ähnliche Fragestellungen kümmern. Ich habe mich zu bedanken bei der Landtagsverwaltung, die ja dies zusätzlich unterstützt hat. Wir haben in der Regel die Sitzungen der Enquetekommission hier in diesem Plenarsaal gemacht. Ich finde, das war auch dem Thema angemessen. Es war aber auch den technischen Notwendigkeiten angemessen. Ich habe mich zu bedanken bei meiner Unterstützung, die ich vom Landgericht Frankfurt bekommen habe, Herr Dr. Andreas Stomps. Herzlichen Dank, das war seriös und zurückhaltend. Ich kann als ehemaliger Justizminister sagen, wir haben gute Richter. Nach wie vor kann ich das feststellen und bestätigen. Am meisten hat mir aber gefallen, wie dann im Ringen um die im Ergebnis 15 Änderungsvorschläge die Obleute miteinander umgegangen sind, gekämpft haben um jedes Wort, ja sogar um jedes Wort der Begründung, nachdem klar war, dass das, was unsere Verfassungsänderung ja zuließe, nämlich dass eine Mehrheit im Landtag eine Verfassungsänderung beschließen könnte
und sie dann dem Volk vorlegen könnte, dass das nicht gewollt ist, sondern dass wir den breiteren Konsens wollten. Ich glaube, das hat der Arbeit auch gut getan. Wir haben 15 spannende Änderungen. Das wird das Bundesland Hessen nicht völlig auf den Kopf stellen. Aber ich glaube, es ist sensibel gelungen, die Hessische Verfassung in ihrer Grundlage aufrechtzuerhalten, sie aber behutsam an moderne Zeiten anzupassen. Ich hoffe, dass uns das Werk am Schluss gelingt. Ich bedanke mich bei all denen, die mitgeholfen haben, dass wir so weit gekommen sind, wie wir heute sind. Herzlichen Dank, lieber Jürgen Banse. Ich möchte auch im Namen des ganzen Hauses für deine Arbeit an der Spitze der Enquete recht herzlich danken. War großartig. Dankeschön. Wir beginnen mit der Aussprache. Zunächst hat sich gemeldet der Kollege Heinz von der CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte anknüpfen an die Gedanken von unserem Vorsitzenden Jürgen Banzer und beginne mit einem Zitat von Carlo Schmitt. Er hat gesagt, eine Verfassung ist die Gesamtentscheidung eines freien Volkes über die Formen und die Inhalte seiner politischen Existenz. Das sagte er 1948 im Parlamentarischen Rat, der damals das Grundgesetz erarbeitet hat. Und zutreffend ist diese Aussage noch heute. Die Verfassung sollte ein Konstrukt sein, das über Parteien, Wahlen und Machtkämpfe hinaus das Fundament unseres Zusammenlebens ist und auf Dauer Bestand haben kann. Und ein derartiges Verhältnis von der integrierenden und verbindenden Bedeutung einer Verfassung lag von Anfang an auch der Arbeit unserer Enquetekommission zugrunde. Wir haben in diesem Geiste gemeinsam beraten und haben in 19 Sitzungen mit hervorragender Unterstützung eines Gremiums zivilgesellschaftlicher Gruppen, denen ich auch allesamt heute danken möchte, von Einzelpersonen, der Landtagsverwaltung und vielen anderen am Ende 15 Gesetzentwürfe gemeinsam erarbeitet, auf die wir uns verständigen konnten, die heute von den Fraktionen CDU, SPD, Grüne und FDP gemeinsam in den Landtag eingebracht werden. Und wir sind von Anfang an, glaube ich, bereit, das kann man sagen, bereit gewesen, aufeinander zuzugehen angesichts der besonderen Bedeutung dieses Verfassungstextes und immer vom Gedanken geleitet gewesen, dass es am Schluss eine breite Zustimmung für jede der Änderungsvorschläge auch geben soll. Und das wäre ohne diese gute Moderation nicht möglich gewesen. Deswegen möchte ich ganz besonders auch noch einmal dem Vorsitzenden Jürgen Banzer für seine konstruktive und zielführende Sitzungsleitung danken. Er hat einen erheblichen Beitrag dazu gebracht, dass es am Ende so ausgegangen ist. Es gab vier Punkte, auf die hatten sich die Fraktionen schon bei der Einsetzung der Enquete verständigt. Es war zum Ersten viel medial darüber berichtet, die Abschaffung der Todesstrafe. Ich finde es ein besonders schönes Signal, dass es zur jetzigen Zeit kommt, wo andere Staaten dafür werben, die Todesstrafe wieder einzuführen. Wir schaffen sie nach 71 Jahren endgültig aus der Hessischen Verfassung ab, und das ist gut so. Zweitens, das ist die Absenkung des passiven Wahlalters von 21 auf 18 Jahren. Das hat der Vorsitzende eben schon gesagt. Das ist vielleicht der politisch riskanteste Punkt. Das ist nämlich der einzige, der schon einmal in einer Volksabstimmung gescheitert ist vor 22 Jahren. Dennoch haben wir uns gemeinsam entschieden, erneut dafür zu werben. Wenn 18-Jährige zum Bürgermeister gewählt werden können, zum Bundestagsabgeordneten gewählt werden können, zum Europaabgeordneten gewählt werden können, dann sollen sie auch die Chance haben, in den Hessischen Landtag gewählt zu werden. Der dritte Punkt, das ist die Erleichterung von Volksbegehren und Volksentscheiden. Dazu komme ich später noch im Detail. Das ist auch der, von den vier Punkten der kniffligste Punkt, weil die Ausgestaltung noch nicht so klar war wie bei den anderen. Und der vierte Punkt, das ist die Verankerung des Staatsziels Ehrenamt. Und mit dem neuen Artikel 26, den wir heute vorschlagen, mit dem Wortlaut, der ehrenamtliche Einsatz für das Gemeinwohl genießt den Schutz und die Förderung des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände, soll die herausragende Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements von Menschen für Staat und Gemeinwesen hervorgehoben werden. Über 40% der Hessinnen und Hessen engagieren sich ehrenamtlich.
Diese Personen, das sind über 2 Millionen Bürger unseres Landes, die sind der Kitt der Gesellschaft, die unser Land erst zusammenhalten. Und an vielen Stellen leisten diese Bürger in ihrer Freizeit oft im Kleinen Großes. Und eine Gesellschaft, in der jeder nur das tut, was er unbedingt muss, das wäre kein Staat, in dem wir alle gemeinsam leben wollten. Das Ehrenamt soll ein Staatsziel werden. Staatsziele, das sind Leitplanken für staatliches Handeln. Sie binden alle Staatsgewalt, etwa bei der Auslegung von Gesetzen. Sie binden auch den Gesetzgeber, die vollziehende Gewalt. Und sie legen verfassungsrechtliche Grundentscheidungen dar. Ihre Bindungswirkung beschränkt sich auf das Ziel, ist schon im Namen enthalten, während Art und Weise der Zielerreichung den Organen vorbehalten sind, so z. B. auch uns als Gesetzgeber in der Zukunft. Unmittelbare Ansprüche, etwa auf bestimmte Leistungen, ergeben sich aus Staatszielen nicht. Wir sind froh, dass die Förderung des Ehrenamtes künftig zu den Leitplanken unserer Verfassung zählen soll. Die Mitglieder der Enquete haben sich auf weitere dieser Leitplanken, also Staatsziele, verständigen können. Weitere Staatsziele sollen nach unserem Vorschlag werden die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit zur Wahrung der Interessen künftiger Generationen, die Förderung der Infrastruktur. Und im Staatsziel Infrastruktur haben wir auch aufgenommen einen Gedanken Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Das ist für uns ein Kernanliegen der Politik. Die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum ist bereits heute für uns ein Schwerpunkt, auch der Arbeit gerade auch unserer Fraktion und auch anderer Fraktionen dieses Hauses. Und er würde mit solch einer Formulierung in Zukunft auch den Verfassungsrang bekommen, der ihr gebührt. Im Grundsatz fühlen wir uns schon heute verpflichtet. Das konnte man sehen bei den Schwerpunktsetzungen der Koalition beim Doppelhaushalt und auch bei anderen vielen Maßnahmen wie die Initiative beispielsweise Land der Zukunft und andere Programme. Weiteres Staatsziel soll die Förderung der Kultur werden. Hier gab es sehr interessante Anregungen auch aus dem kulturschaffenden Bereich mit verschiedensten Hintergründen. Durch die jetzt vorgeschlagene Regelung in einem neuen Artikel 26e würde die Bedeutung der Kultur für den Einzelnen und für das gesellschaftliche Zusammenleben auch auf Verfassungsebene die entsprechende Wertschätzung bekommen. Das Land und auch die kommunalen Körperschaften müssten dann zukünftig im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und finanziellen Möglichkeiten der Kultur ein besonderes Gewicht zumessen. Und auch hier noch zur Klarheit, ein individuell einklagbarer Anspruch gibt es selbstverständlich nicht, dass es sich um ein Staatsziel handeln soll. Und um diese Bedeutung von Staatszielen noch einmal klarzustellen, haben wir auch gemeinsam überlegt, die Aufnahme einer Definition des Staatszielbegriffs vorzuschlagen, damit das nicht der Rechtsprechung überlassen bleibt, sondern damit die Verfassung selbst regelt, was ein Staatsziel ist. Und aus systematischen Gründen, das gehört zur Vollständigkeit auch dazu, soll das Staatsziel Sport weiter nach vorne rutschen, aus dem bisherigen Artikel 62a zu dem Katalog der Staatsziele als neuer 26g. Und auch die Formulierung wird geändert. Aus Schutz und Pflege wird der vielleicht etwas modernere Begriff Schutz und Förderung, ohne dass damit der Landtag oder die Enquete inhaltliche Änderungen verbunden hätte. Grundsätzlich, das sagte ich schon eingangs, hatten wir uns auch zu Beginn schon auf eine Stärkung der Volksgesetzgebung verständigt. Allerdings hatten wir dann doch mehr noch zu tun, als vielleicht der eine oder andere vorher gedacht hatten. Es gab kontroverse Diskussionen, es gab auch anspruchsvolle Anhörungen dazu mit hervorragenden Staatsrechtlern, die gute Beiträge hierzu geleistet haben in diesem Plenarsaal. Aber eins war uns allen von Anfang an klar, wir wollten die Quote von 20% der Wahlberechtigten, also derzeit gut 880.000 Hessinnen und Hessen, wollten wir absenken. Denn diese 880.000 waren bisher nicht etwa die Personen, die einem Volksentscheid zustimmen mussten, sondern es waren die, die ihn unterschreiben und einbringen müssen, damit es überhaupt zu einer Abstimmung kommt. Und in 71 Jahren Verfassungspraxis hat sich dann herausgestellt, dass diese Hürde so unerreichbar hoch ist, dass es in Hessen keinen einzigen Volksentscheid bisher gegeben hat. Daher haben wir dann in der Folge miteinander gerungen über Eingangshürden, über Zustimmungsquoren, haben miteinander gemeinsam vereinbart, dass spätestens der nächste Landtag dann auch das zugrunde liegende einfache Gesetz überarbeiten sollte, wenn diese Regelung in Kraft getreten ist. Und am Ende herausgekommen ist der Vorschlag, eine Senkung auf 5% der Einstiegshürde. Die ist immer noch hoch, aber die ist aus unserer Sicht erreichbar, wenn ein Vorhaben von landesweiter politischer Relevanz dem zugrunde liegt. Und im Gegenzug wird vorgeschlagen, ein Zustimmungsquorum für den nachfolgenden Volksentscheid von einem Viertel der Stimmberechtigten einzuführen. Dies stellt dann sicher, dass die Entscheidung, die am Ende getroffen wird, auch wirklich dem Mehrheitswillen der Bevölkerung entspricht.
Kommen wir zu einem weiteren Punkt, den Vorschlag in Artikel 64, ein Bekenntnis zur Europäischen Union und dann zu einem geeinten Europa aufzunehmen, geht auf eine Initiative der CDU zurück. Ein föderatives Europa, das den Grundsätzen der Subsidiarität verpflichtet ist, das ist unser Modell und unsere Vorstellung von Europa. Wir wollen den Staatenverbund, wir wollen keinen Einheitsbrei und wir wollen keine Rückkehr zu Nationalismus und den Egoismen der Einzelstaaten. Wir sind der festen Überzeugung, beides führt ins Elend. Der europäische Einheitsbrei hat keine Akzeptanz derzeit bei den Bürgerinnen und Bürgern. Auch dazu und die Ansichten auch in den verschiedenen Mitgliedstaaten sind im Moment zu groß für eine Umwandlung dieses Staatenverbundes in ein anderes Konstrukt. Aber auf der anderen Seite hat auch die Vergangenheit gezeigt, gerade die jüngeren Jahre, wenn jeder Staat für sich agiert bei den großen Herausforderungen, ist Europa nicht handlungsfähig und am Ende drohen sogar neue Konflikte. Daher ein Bekenntnis zu Europa in Zeiten, wo auch einige sicherlich an Europa zweifeln und Populisten, insbesondere Rechtspopulisten, aber auch Linkspopulisten, die den Sinn der Europäischen Union infrage ziehen. Signalwirkung geht von weiteren Vorschlägen aus im Grundrechtsteil. Einmal die Gleichstellung von Frauen und Männern soll auch in die Landesverfassung aufgenommen werden, völlig zu Recht. Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes wird dann nachgebildet. Und wir haben auch, gab es auch viel Detailarbeit noch zu verrichten. Wir wollen die Rechtsstellung von Kindern besonders würdigen, indem wir die Regelungen der UN-Kinderrechtskonvention aufgreifen und in die Landesverfassung übernehmen. Zur Klarstellung, das war uns auch richtig wichtig, wird hier darauf hingewiesen, dass die verfassungsmäßigen Pflichten und Rechte der Eltern unberührt bleiben. Und wir wollen auch in diesem Bereich kein neues Verfahrensrecht und keine neue Bürokratie schaffen. Es geht uns einzig und allein darum, dass materiellrechtlich die besonderen Bedürfnisse von Kindern in diese Verfassung erstmals aufgenommen werden. Und, meine Damen und Herren, mit als letztes Grundrecht, aber nicht weniger wichtig, ist noch aufgenommen worden in den Katalog eine Regelung 12a zum Datenschutz. Hier hat die FDP insbesondere viel Herzblut auch vergossen und Einsatz gezeigt. Und ich halte es auch für richtig, auf was wir uns am Schluss verständigt haben. Es geht hier einmal darum, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aufzunehmen und auch das sogenannte Computergrundrecht, technisch besser ausgedrückt, der Schutz informationstechnischer Systeme. Beides wollen wir in einem Artikel 12a neu in die Landesverfassung aufnehmen. Und zur Vollständigkeit zählt, es soll künftig die Option geben, Rechtsvorschriften auch in elektronischer Form zu verkünden. Und auch der Rechnungshof soll gestärkt werden, indem die richterliche Unabhängigkeit seiner Mitglieder erstmals normiert wird. Auch eine Anregung, die wir aus dem breiten Beteiligungsprozess aufgegriffen haben. Jetzt habe ich lange darüber gesprochen, was alles in diesen 15 Punkten enthalten ist. Spannend ist ja häufig auch, was nicht enthalten ist in den 15 gemeinsamen Punkten. Einmal zu dem, was wir uns noch gewünscht hätten. Wir wissen, ein breit getragener Kompromiss und alle eigenen Wünsche umsetzen, das geht nicht. Parteien sind aus guten Gründen unterschiedlich, haben unterschiedliche Schwerpunkte. Und wenn am Schluss sich alle bei allen Punkten einig wären, dann wäre es auch wiederum verdächtig. Deshalb möchte ich herausstellen, wir als CDU-Fraktion hätten uns sehr gewünscht, dass die Präambel überarbeitet wird und hierin ein Gottesbezug neu aufgenommen wird. Nach Vorstellung der CDU und beider Kirchen sollte der Text der Verfassung angelehnt sein an den damaligen Entwurf auch des Europäischen Verfassungsvertrages und hätte lauten sollen, in Verantwortung vor Gott und den Menschen sowie in Achtung und Freiheit des Gewissens. Diese Formulierung, die wir noch einmal überarbeitet hatten intern, wir sind mit einer anderen gestartet, das wäre aus unserer Sicht eine Absage an jede totalitäre Staatsform. Sie würde auch dem Geist der Landesverfassung Rechnung tragen. Und ein großer Staatsrechtslehrer hat es einmal so formuliert, unser christlich-jüdisches Erbe und die Gedanken von Aufklärung und Humanismus, so sind das die Gedanken von Ernst Wolfgang Bockenförde, sind die Quellen der in diesem Land gelebten Kultur, die das Land zusammenhält. Eine Verpflichtung auf eine bestimmte Religion oder Art zu leben ist damit ausdrücklich nicht verbunden. Das hat Böckenförde mal konkretisiert, viele Jahre später. Alle Juristen kennen das berühmte Böckenförde-Dilemma, was häufig zitiert wird. Ich verzichte heute darauf. Aber dies zu Ende gedacht, muss es in einem Staat mehr geben eben als ein bloßes Regelwerk. Und aus unserer Sicht wäre die Präambel ein geeigneter Platz gewesen, das herauszustellen. Und außerdem, das gehört auch zur Vollständigkeit, hätten wir uns eine gründliche Überarbeitung der Wirtschafts- und Sozialverfassung, also der Artikel 27 fortfolgende, gewünscht.
Das war mit den Kollegen von der SPD nicht machbar. Das haben Sie fairerweise auch sehr früh angekündigt. Wir wollten den Artikel über die Sofortsozialisierung streichen, auch das Aussperrungsverbot im Arbeitskampf. Wir hätten auch gerne ein Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft erstmals aufgenommen, weil sie ein großes Erfolgsmodell ist, was 1946 so noch nicht absehbar war. Das wäre aus unserer Sicht eine kluge Fortschreibung gewesen, und sie hätte die Verfassung auch insgesamt gestärkt. So, das ist auch bei der Anhörung herausgekommen, hat Professor Hermes unter anderem vorgetragen aus Frankfurt, dass die normative Kraft des gesamten Verfassungstextes geschwächt wird, wenn ganze Artikel keine Wirkungsmacht mehr entfalten können. Und es hätte auch, glaube ich, der Rechtsprechung geholfen oder auch der Rechtsklarheit geholfen. Erst in diesem Jahr muss der Staatsgerichtshof in einem Fall darüber urteilen, ob Vorschriften aus diesem Abschnitt noch anwendbar sind. Er hat ganz klar bestätigt, dass sie es eben nicht mehr sind, sondern vom Grundgesetz überlagert wird. Es gibt aber auch andere Dinge, die sollten in einer Verfassung nicht geregelt werden. Es gibt weitere Vorschläge, die nicht von uns mitgetragen werden. Dazu zählt die kostenfreie Betreuung von Kindern und auch die Studienbeitragsfreiheit. Wir als Regierungskoalition gehen einen anderen Weg. Ab August des kommenden Jahres, das ist bekannt, wird durch einfaches Gesetz geregelt, dass der Besuch des Kindergartens beitragsfrei ist. Und solche Entscheidungen sollten auch aus unserer Sicht durch einfaches Gesetz getroffen werden. Denn wer neue Leistungsgrundrechte in die Verfassung permanent aufnehmen will und sie damit aus unserer Sicht auch überfrachten will, der verkennt aus meiner Sicht die Bedeutung von Grundrechten. Ich komme auch gleich zum Schluss, Herr Präsident. Grundrechte sind aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht oder auch nach der herrschenden Meinung in der Rechtsprechung und auch Literatur sind in allererster Linie Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Sie sind kein Katalog an Anspruchsgrundlagen. Dafür haben wir das Sozialstaatsprinzip. Und um die Ausgestaltung dieses Sozialstaatsprinzips ringt die Politik tagtäglich in diesem Landtag um die besten Lösungen und auch in Anbetracht der fiskalischen Möglichkeiten. Am Ende, ich komme zum Schluss meiner Ausführungen, wir konnten wichtige Teile des Verfassungstextes gemeinsam aktualisieren und modernisieren. Die Verständigung der vier Fraktionen auf gemeinsame Gesetzentwürfe ist ein großer Erfolg. Und es hat gezeigt, dieser Landtag ist bei wichtigen und großen Fragen in der Lage, lagerübergreifend und zusammenzuarbeiten und sachlich zusammenzuarbeiten. Und ganz am Ende wird das letzte Wort über die Änderung dieser Verfassung die Bürgerinnen und Bürger werden die haben, in einem knappen Jahr vermutlich, gemeinsam mit der Landtagswahl. Wir werben dafür für eine breite Zustimmung zu den 15 Gesetzentwürfen. Wir werben dann auch gemeinsam für eine breite Zustimmung bei dem entscheidenden Schritt, nämlich bei der Volksabstimmung. Denn dann bleibt Hessen in guter Verfassung. Herzlichen Dank, lieber Kollege Christian Heinz. Jetzt hat nun das Wort der Kollege Norbert Schmidt, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach dem Scheitern der Verfassungsreform 2006 ist es vielleicht für viele überraschend, dass ein solch großer Konsens, wie es Herr Banzer und Herr Heinze eben einst vorgetragen haben, überhaupt erzielt werden konnte. Und aus Sicht der SPD ist das ein großer Erfolg. Es ist ein großer Erfolg für die Demokratie in Hessen. Es ist auch, finde ich, ein großer Erfolg für unsere Auffassung, dass nämlich die hessische Verfassung modernisiert werden muss, ohne ihren besonderen historischen, ihren besonderen sozialen Kern zu verändern. Und deswegen darf ich sagen, das ist heute ein guter Tag für Hessen. Das ist ein guter Tag für die hessische Verfassung. Ich darf aber anfügen, der Tag wäre noch besser, wenn es einen Konsens zu unserem Vorschlag gegeben hätte, auf kostenlose Bildung von Anfang an verfassungsrechtlich zu garantieren und auch das Verbot von Studiengebühren verfassungsrechtlich zu verankern. Aber es ist ein großer Erfolg, dass CDU, SPD, FDP, Grüne jetzt 15 Einzelveränderungen gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Auch die Linkspartei, das muss man ja auch sagen, viele dieser Änderungen mitträgt. Aus unserer Sicht hätten sie das auch unterschreiben können. Und damit wird auch eine Tradition
Herr Banse hat es dargestellt, in Hessen angeknüpft, dass Verfassungsfragen ein möglichst großer Konsens, bei Verfassungsfragen möglichst großer Konsens hergestellt werden sollen. Das war auch nach dem Kriege der Fall, als die großen Parteien über Wochen, auch über manchen Wort, stundenlang gerungen haben und am Ende mit ganz, ganz großer Mehrheit diese hessische Verfassung, als älteste Verfassung, als erste Verfassung nach dem Krieg auf den Weg gebracht worden ist und mit großer, großer Mehrheit von der Bevölkerung angenommen worden ist. Ich glaube, da können wir auch gemeinsam weiterhin stolz drauf sein. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken beim Vorsitzenden der Enquete, Herrn Banse, der umsichtig mit leisen Tönen, aber immer konsensorientiert, wesentlich zu einer wirklich sehr, sehr guten aber zu einem wirklich sehr, sehr guten Arbeitsklima beigetragen hat und dafür gesorgt hat, dass dieser Konsens überhaupt auf den Weg gekommen ist. Und ich möchte mich ausdrücklich bei Herrn Heinz, dem Obmann der CDU, für sehr offene und zielgerichtete Gespräche bedanken, dafür, dass er immer zu seinen Zusagen gestanden hat, nämlich dass der große Konsens das Ziel ist der CDU und dass man nicht mit der Abstimmungsguillotine gearbeitet hat. Alle Achtung und dafür auch ein Dank. Der Dank gilt auch den anderen Obleuten, Herrn Kaufmann, Herrn Hahn und Herrn Wilken, für wirklich konstruktive und vertrauensvolle Diskussionen. Auch das war, glaube ich, sehr, sehr gut und maßstäbebildend. Ein Dank natürlich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung. Herr Storms ist genannt worden. Auch, und das hören Sie von mir, an die Mitarbeiter in der Staatskanzlei, die hier mitgewirkt haben, manche Begründungen auch vorbereitet haben. An die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen und natürlich, das verstehen Sie, einen besonderen Dank an unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Herrn Dr. Donath und Frau Ensinger. Und natürlich auch einen Dank, wir haben das ja vorbereitet mit der SPD-Kommission, einer internen Kommission zur Änderung der Hessischen Verfassung und die Arbeitsgemeinschaft der Juristen der SPD. Und da will ich auch noch einmal einen Namen nennen, insbesondere Frau Susanne Selbert, haben da wirklich auch in der Vorbereitungsarbeit viel, viel beigetragen. Ganz, ganz herzlichen Dank auch dafür. Und es ist auch genannt worden, die gesellschaftlichen Gruppen, Zivilgesellschaft, die mit ihren Beiträgen, glaube ich, auch uns immer wieder gestoßen haben und gefordert haben, gute Ideen eingebracht haben. Auch denke ich, auch das vorbildlich. Und wir wollen Sie auch jetzt weiter. Der Enquete ist ja nicht heute abgeschlossen. Es war ein Zwischenbericht von Herrn Banse. Wir wollen das ja auch noch einmal weiterführen bei den anstehenden Anhörungen. Meine Damen und Herren, die SPD musste bei diesen Übereinstimmungen, bei diesem Konsens überhaupt gar keinen Kröten schlucken, sondern wir können das alle ohne Wenn und Aber mittragen. Es gibt ja so manchmal faule Kompromisse. Das kennen wir ein bisschen auch aus der Politik. In diesem Fall kann man sagen, ich glaube fast, es gibt für alle, dass wir echte, saubere Übereinkünfte geschlossen haben. Auch das finde ich vorbildlich. Und ich darf auch sagen, dass zahlreiche sozialdemokratische Forderungen, Herr Heinz hat das noch einmal aus Sicht der CDU dargestellt, ich darf auch aber sagen für die SPD, dass zahlreiche sozialdemokratische Forderungen nun immer ein positives Votum der Bevölkerung, der Wähler vorausgesetzt, neu in die Verfassung aufgenommen werden könnten. Wichtig war der SPD, dass natürlich auch der historische Kern der hessischen Verfassung nicht verändert wird. Denn die hessische Verfassung zeichnet sich durch besondere soziale Rechte aus. Und sie macht auch deutlich, das ist uns schon wichtig, dass die Wirtschaft sich dem Wohle der Bürgerinnen unterzuordnen hat und Bürger unterzuordnen und nicht umgekehrt. Und mit den geplanten Änderungen wird also die hessische Verfassung an den wichtigen Stellen modernisiert, ohne ihren besonderen sozialen Charakter zu beschneiden. Das ist aus unserer Sicht auch ein großer Erfolg. Für die SPD war es ein besonderes Anliegen, dass die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Verfassung verankert wird und auf die Beseitigung von bestehenden Nachteilen hingewirkt wird. Der Name Selbert spielt da auch eine Rolle übrigens für den einen oder anderen Insider der verfassungsrechtlichen Diskussion. Und ebenso haben wir erreicht, dass erstmals in einer deutschen
Länderverfassung die Rechte von Kindern verankert werden. Jedes Kind hat ein Recht auf Entwicklung. Jedes Kind hat ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlichkeit und vor Schutz und Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung. Das legen wir jetzt auch noch einmal in der Verfassung fest. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Neu aufgenommen werden, Herr Heinz hat es dargestellt, eine Reihe von Staatszielen. Und die Wirkung von Staatszielen soll in einem eigenen Artikel definiert werden. Staatsziele sind danach eine inhaltliche Vorgabe für staatliches Handeln und binden alle Staatsgewalt, also den Gesetzgeber, Gerichte, Behörden. Ziel ist die fortlaufende Verwirklichung der jetzt vorgegebenen Staatsziele, wenngleich damit natürlich auch ein rechtlicher, ein individueller Rechtsanspruch auf Verwirklichung, auf Erfüllung nicht garantiert wird. Aber, und Sie stehen natürlich immer, wenn es um Staatsziele geht, die nur mit Geld, mit finanziell unterlegt werden können, natürlich auch unter der Leistungsfähigkeit des Staates. Wie könnte es anders sein? Und als Staatsziele neu aufgenommen werden sollen unter anderem die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, die Errichtung und Erhaltung der technischen, digitalen, sozialen Infrastruktur und von angemessenen Wohnraum. Und auch die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land soll hingearbeitet werden. Ebenso soll die Kultur, das Ehrenamt und der Sport jetzt mit einer neuen Formulierung als Staatsziele aufgenommen werden. Und auf dieser Auslistung lässt sich unschwer entnehmen, dass hier zentraldemokratische Ziele in der Verfassung festgeschrieben werden sollen. Und deswegen möchte ich auch noch einmal einige Sätze zu Artikel 26d der Förderung der Infrastruktur sagen. Als technische Infrastruktur wird definiert die Verkehrswege, die Energie- und Wasserversorgung. Und damit wird auch deutlich, dass dies zuvörderst staatliche Aufgaben sind und dass z. B. eine vollständige Privatisierung von Landesstraßen oder der Wasserversorgung aus meiner Sicht damit nicht mehr möglich sein wird, weil, wie es in der Begründung heißt, dieses Aufgaben der Daseinsvorsorge von elementarer Bedeutung sind. Ich glaube, das ist gut auch genannt. Und ähnlich gilt für den Wohnungsbau, der auch wieder jetzt aus der Begründung zu sozial tragbaren Bedingungen notwendig ist. Bei einem angespannten Wohnungsmarkt kann damit in Zukunft ohne Verstoß gegen dieses Staatsziel die Wohnraumförderung schlecht auf Null gefahren werden. Ich glaube, das ist auch wichtig festzuhalten. Denn Wohnen ist, ich zitiere wieder aus der Begründung, eine unabdingbare Voraussetzung für menschenwürdiges Dasein. Und an dieser Stelle auch noch einmal ein Hinweis zum Gesetzentwurf der Linkspartei, die ein einklagbares Grundrecht auf Wohnen verankern will. Leider ist das angesichts der Wohnungslage nicht realistisch. Es ist nicht realistisch. Man darf objektiv nicht versprechen, Kollegin, was man nicht realisieren kann. Wir würden die Menschen damit täuschen. Unser Ziel ist es mit diesem Staatsziel, dass wir Schritt für Schritt den Wohnungsmarkt in Hessen sozusagen verändern und mehr Wohnungen zu sozial tragbaren Bedingungen erreichen. Vielleicht schaffen wir das in 8 oder 10 Jahren. Dann kann man über ein solches Grundrecht reden. Aber zur heutigen Zeit würde man etwas versprechen, was objektiv auch bei größten Anstrengungen nicht realisierbar ist. Das sollte in der Verfassung bitte nicht. Für uns ebenfalls wichtig, auch das ist in 26d verankert, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land garantiert wird, darauf hingewirkt wird. Und für Sozialdemokraten, glaube ich, selbstverständlich ist, dass die Notwendigkeit der Bereitstellung der sozialen Infrastruktur durch den Staat, nämlich bei Schulen, Krankenhäusern, Sport- und Freizeitanlagen und auch kulturelle Einrichtungen dargestellt wird. Das sind Grundbedürfnisse unseres Gemeinwesens. Und es ist deswegen gut, dass ihre Sicherung als Staatszielbestimmung ausdrücklich aufgenommen werden soll. Ich habe schon dargestellt, wir wollen ebenfalls die Staatsziele Kultur, Ehrenamt und Sport verankern. Auch da war es uns wichtig, dass wir einen modernen Begriff aufgenommen haben. Herr Heinz hat dazu schon etwas gesagt. Ich möchte an dieser Stelle deswegen noch einmal die Frage aufwerfen, was bringen uns überhaupt Staatsziele?
Wir haben sie jetzt definiert, aber was bringen sie heraus? Ich will erinnern an die Diskussion über den hessischen kommunalen Finanzausgleich, die Neuordnung, und wieder die Frage, was bewirkt es, dass Sport in der hessischen Verfassung steht. Da wollte die Landesregierung zunächst einmal den Sport als freiwillige Leistung anerkennen und sagen, wir behandeln das finanziell nicht wie eine Pflichtaufgabe. Danach haben wir protestiert und vor allem die kommunalen Spitzenverbände mit dem Ergebnis, dass es zwar heute auch noch nicht als Pflichtaufgabe eingeordnet wird, aber es finanziell wie eine Pflichtaufgabe behandelt wird. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, dass Staatsziele in der Tat auch etwas bringen, auch tatsächlich eine Wirkung entfalten. Das sage ich gerade in der Richtung der Linkspartei, die meines Erachtens bei der Staatszieldebatte mit Verlaub sich verrannt hat. Auf Bundesebene haben Sie z. B. Staatsziele eingebracht für das Grundgesetz, Ehrenamt und Sport. Das ist so wachsweich bei Ihnen formuliert, dass man nur sagen kann, die hessischen Formulierungen sind dazu fast Beton. Ich glaube, damit wird auch etwas deutlich. Ich komme zur Stärkung der Volksgesetzgebung. Ich kann anknüpfen an Herrn Heinz. Am Ende war, wir wollten auch erst zunächst die Reduzierung auf 15% bei einer Abstimmung, dass mindestens ein Quorum von 15% erfüllt sein muss. Wir haben uns überzeugen lassen, dass man gesagt hat, man sollte es bei 25% dieses Quorum fassen, weil damit sichergestellt ist, auch da hat sich Konsensentwicklung, weil damit sichergestellt wird, dass mit einem solchen Quorum auch bei geringer Abstimmungsbeteiligung man doch sicher sein kann, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung bei der Abstimmung, bei dem Ergebnis widerspiegelt. Ich glaube deswegen, dass an diesem Thema auch das ein sinnvoller Kompromiss ist. Übereinstimmung, das ist klar, gab es bei der Frage der Todesstrafe, bei der Frage des Wählbarkeitsalters. Aber ich will die verbleibende Zeit jetzt noch nutzen, unseren Gesetzentwurf zur verfassungsrechtlichen Verankerung der kostenfreien Bildung von Anfang an und des Verbots von Studiengebühren einzubringen. Leider konnte sich die SPD mit ihrer Forderung danach nicht durchsetzen. Die SPD will aber verfassungsrechtlich garantieren, dass der Besuch von Kindertagesstätten bzw. der Kindertagespflege kostenfrei ist. Damit soll sichergestellt werden, dass auch die Betreuung und die frühkindliche Bildung von dem Grundsatz der Kostenfreiheit erfasst wird. Und zudem soll vor einem, das darf ich sagen, seltsamen Urteil des Staatsgerichtshofes die Zulässigkeit von Studiengebühren festgestellt hat, jetzt klargestellt wird, verfassungsmäßig geregelt werden, dass deren Erhebung in Zukunft ausgeschlossen ist, meine Damen und Herren. Denn eines ist auch klar, das ist immerhin weiterhin der Mehrheit des Landtages nach diesem Urteil vorgegeben. Und wir wollen erreichen, dass klargestellt wird, dass keine Mehrheit auch im Landtag an wieder Studiengebühren einführen kann. Und wir wollen erreichen, dass nicht nur kurz vor der Wahl irgendwelche Kinderbetreuungsgebühren auf einmal freigestellt wird, aber möglicherweise dann Mehrheiten nach der Wahl das anders ändern. Wir wollen, dass das verfassungsrechtlich garantiert wird. Und deswegen ist das schon ein Lackmustest für manche Diskussionen in den letzten drei Tagen, meine Damen und Herren. Es ist ein Lackmustest für manche Diskussionen. Meine Damen und Herren, kommen wir jetzt zum Schluss. Ich will mich nicht drücken um die Frage der Präambel, um die Frage des Gottesbezugs. Das war übrigens auch bei uns kontrovers. Aber es war in der Bevölkerung der Punkt, der am kontroversesten diskutiert wurde. Das hat richtig eine Kontroverse ausgelöst. Und wenn man daran anknüpfen will, dass Verfassungsfragen möglichst einen breiten Konsens auch in der Bevölkerung erzielen sollen, dann glaube ich, war es die richtige Entscheidung. Ich glaube, die Kirchen können auch damit leben, weil sie gesagt haben, wenn ihr überhaupt gar keine Präambel vornehmt, überhaupt keine Formulierung trifft, dann können wir auch damit leben. Ich glaube, selbst Dom Camillo wird am Tage der Entscheidung hier nicht die Glocken läuten, sondern ich glaube, die Kirchen werden auch damit leben können. Ich komme zum letzten Satz, meine Damen und Herren. Dies ist ein guter Tag für Hessen, und dies ist auch ein guter Tag für die älteste Landesverfassung in Deutschland. Und ich freue mich auf die weiteren Diskussionen und Anhörungen dann auch im Hauptausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schmidt. Bevor wir in der Debatte weitergehen, möchte ich noch für das Protokoll festhalten, dass heute Morgen versäumt worden ist, dass die Frau Kollegin Gnadl
ebenfalls entschuldigt ist heute für die Teilnahme. So, dann hat das Wort jetzt der Kollege Frank-Peter Kaufmann. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach einer Plenarwoche mit relativ viel Schreierei ist es wahrscheinlich ein sehr gutes Ende, das wir jetzt finden, kurz vor Weihnachten, sagen wir mal, versöhnliche Töne anzuschlagen, indem wir darüber reden, im Wesentlichen über einen weiten Bereich von Konsens, der ja in der Verfassungsenquete gefunden wurde. Das bringt mich jetzt in das Dilemma, im Wesentlichen vieles wiederholen zu müssen, was die beiden Vorredner auch schon gesagt haben. Denn wenn man einer Meinung ist, ist es sehr schwierig, sozusagen den Gegensatz intensiv darzustellen. Ich will es trotzdem an einigen Punkten dann versuchen, aber die eine oder andere Wiederholung wird Ihnen nicht erspart bleiben. Meine Damen und Herren, es ist, wie ich gerade sagte, eine herausgehobene Stelle, an der wir das diskutieren, nämlich jetzt am Ende sozusagen der letzten Plenarwoche dieses Jahres. Und dem Gegenstand durchaus angemessen, weil es ja eine Diskussion ist, die sehr weitreichend sein wird. Erstens, weil das Verfahren noch eine Weile dauern wird, bis wir hoffentlich im Herbst kommenden Jahres bei einem Volksentscheid zu den gewünschten Ergebnissen kommen. Und vor allem auch, weil wir diesen Prozess ja weiterhin auch stärker als sonst bei ganz normalen Gesetzgebungsverfahren begleiten wollen mit Öffentlichkeitsarbeit in verschiedener Form, eben weil am Ende das Volk gefragt wird, zu Recht gefragt wird, und wir dabei auch sicherstellen wollen, dass Sie möglichst gut informiert sind. Meine Damen und Herren, die Hessische Verfassung konnte kürzlich, wie wir finden, in guter Gesundheit ihren 71. Geburtstag feiern und hat in diesen Jahrzehnten lediglich 8 Änderungen erfahren, was ein deutlicher Hinweis auf ihre gute Qualität ist. Das jüngere Grundgesetz musste sich demgegenüber bereits 60 Änderungen gefallen lassen, was seiner Qualität aber eher unzuträglich war, wie Sie z.B. bei Studium des Artikel 106 sehr deutlich erkennen können. Meine Damen und Herren, diese Feststellung ist zugleich ein hervorragendes Argument dafür, dass wir unsere in Hessen bestehenden Regelungen der Änderung der Verfassung nicht verändern, auch wenn sie etwas aufwendig sind. Es gab in der Vergangenheit Vorschläge. Der Kollege Banzer hat ja schon darauf hingewiesen, dass wir jetzt in dieser Runde überhaupt nicht darüber diskutieren mussten, weil wir einig sind, dass das Verfahren sehr gut ist. Denn dieses Verfahren schützt auch sehr wirkungsvoll vor einer Regelinflation, die bisweilen ja auch nur Ausdruck wechselseitigen Misstrauens ist. Meine Damen und Herren, in der heutigen Debatte erreichen wir eine wichtige Zwischenstation bei unserem Vorhaben, Hessen in guter Verfassung zu halten, indem wir die Vorschläge der Kommission heute behandeln. Ich will noch einmal ganz kurz erinnern, am 17. Dezember 2015, also nahezu exakt vor 2 Jahren, wurde der Beschluss gefasst, die Enquetekommission einzurichten. Wir haben also 2 Jahre gearbeitet und präsentieren heute die Ergebnisse. Ich finde, wenn andere Kommissionen sich an dieser Arbeit ein Vorbild nehmen, hätten sie etwas Gutes erreicht. Deswegen, Selbstlob fällt immer nicht ganz leicht, aber ausnahmsweise ist es verdient. Deswegen will ich auch, wie die Vorredner ebenfalls, die Gelegenheit wahrnehmen, meinen Dank zu sagen, und zwar allen, die im Prozess der Konsensfindung innerhalb der Enquetekommission sich eingebracht haben. Das gilt zunächst den Kolleginnen und Kollegen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch unseren rechtskundigen Experten. Herzlichen Dank für alle Ihre Beiträge. Meine Damen und Herren, auch ich will nicht versäumen, insbesondere die Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft zu erwähnen. Sie haben in dem Diskussionsprozess natürlich ihre Interessen eingebracht. Aber sie haben ebenso viel Klugheit und viel Nachdenkenswertes in unsere gemeinsame Debatte eingebracht. Alle haben ihren Beitrag zu den Vorschlägen der Enquetekommission geleistet. Und ich hoffe, dass am Ende sich viele auch darin wiederfinden. Wir behandeln also heute die 15 gemeinsamen Vorschläge und die 4 von einzelnen Fraktionen zusätzlich eingebrachten, die keine breite Zustimmung in der Kommission finden konnten und deshalb auch jeweils einzeln angebracht worden sind oder noch werden, jetzt hier im Laufe dieser Debatte.
Ich will da jetzt nicht an dieser Stelle im Einzelnen darauf eingehen, vielleicht am Ende noch einmal bei einem Beispiel. Ich will eine generelle Aussage auch treffen. Meine Damen und Herren, eine Verfassung als die rechtliche Grundordnung, als sozusagen das Fundamentalgesetz des Staates und damit auch als ein prägender Rahmen der gesellschaftlichen Gestaltung, sollte stets möglichst breite Zustimmung erfahren. Verfassungsformulierungen sollten also möglichst kein Gegenstand tagespolitischer Auseinandersetzung werden, weil sie ansonsten ihre einigende Funktion gefährdet würden. Demgemäß haben wir in dem Prozess der Aushandlung der einzelnen Änderungsformulierungen in der Enquetekommission auch von Anfang an darauf verzichtet, die Mehrheit der Regierungskoalition für Einzelentscheidungen einzusetzen. Es ist bereits erwähnt und auch gewürdigt worden. Man muss es aber deutlich betonen. Wir haben den Kollegen Obleuten der Opposition auch für heute, also für die Einigung in den Landtag generell zugesagt, dass die Regierungsmehrheit keine zusätzlichen Gesetzentwürfe zur Verfassungsänderung einbringen wird. Denn damit wäre ja auch keine hinreichende Zustimmung, die wir wollen, mit verbunden. Das ist allerdings, verehrter Kollege Schmidt, damit auch ein Hinweis auf unseren Umgang mit den Einzelvorschlägen, die noch kommen werden, was Sie auch ja wahrscheinlich schon ahnen. Meine Damen und Herren, ich will aber an der Stelle auch herausstellen, dass dieser Verzicht keineswegs bedeutet, der Kollege Heinz hat es auch schon angemerkt, keineswegs bedeutet, dass es nicht bei uns auch Änderungs- und Ergänzungswünsche bezogen auf die Verfassung gegeben hätte. Wenn man das Protokoll der einzelnen Sitzungen und der dargestellten insgesamt 250 Vorschläge, rund oder die allein innerhalb der Kommission genannt wurden, sieht, dann kann man das auch deutlich erkennen. Ich will zwei Stichworte aus grüner Sicht besonders sozusagen einerseits interessant und wichtig und andererseits damit bedauerlich, dass wir uns darauf nicht verständigen konnten, nennen. Das ist einmal die Überarbeitung der Diskriminierungsverbote und zum Zweiten die Frage des Schulgeldes. Das soll allerdings heute nicht Gegenstand der Debatte sein. Über das Verfahren und die Bewertung der weiteren Vorschläge können wir sicherlich bei der Diskussion des Abschlussberichts der Kommission, was wir ja im Frühjahr im Plenum noch irgendwann einmal machen werden, dann noch einmal sprechen. Ich will also mich mit den Beratungsergebnissen, mit den Gesetzentwürfen, die heute vorliegen, die der Kollege Banzer für die Kommission insgesamt eingebracht hat, befassen. Meine Damen und Herren, das Erste ist, und ich nenne vor allem natürlich die, die aus grüner Sicht besonders wichtig sind. Das Erste ist der deutliche Beitrag zur Modernisierung der Verfassung, indem wir die Gleichberechtigung von Frauen und Männern verbindlich hineinschreiben und festlegen, dass das Land daran aktiv arbeiten muss, bestehende Ungleichheiten zu beseitigen. Der Kollege Schmidt hat schon darauf hingewiesen, auch unter Bezugnahme auf den Namen Selbert. Ja, die Großmutter ihrer Mitarbeiterin war diejenige, die im Grundgesetz diese Formulierung durchgesetzt hat. Das wissen wir alle. Und es gibt in Hessen aus diesem Grunde auch eine Reihe von Straßen, die z.B. ihren Namen tragen. Ich habe selber eine Mal mit einweihen dürfen in meiner Heimatstadt Dietzenbach. Insoweit ist da schon eine enge Verbindung. Aber es ist naheliegend, dass gerade aus grüner Sicht die Aufnahme in die hessische Verfassung uns auch wichtig war. Selbst wenn sie im Grundgesetz steht, sie jetzt hier in unserer Verfassung zu finden, bedeutet noch einmal eine Stärkung des Auftrags auch und gerade an die in Hessen gestaltende Politik. Besonders wichtig finden wir auch, das ist auch schon erwähnt worden, natürlich die explizite Aufnahme der Kinderrechte in unsere Verfassung. Wir sind damit, das muss man deutlich unterstreichen, Vorreiter im bundesweiten Vergleich. Und demzufolge war auch das Finden einer geeigneten Formulierung deshalb ein schwieriger Prozess. Man konnte nicht irgendwo abschreiben oder sich ein Vorbild einfach übernehmen, sondern wir mussten selber eine Formulierung erarbeiten und abstimmen. Das haben wir geschafft. Wir sind jetzt das erste Bundesland, wenn denn unser Volk das auch so sieht im Herbst, werden das erste Bundesland sein, das die UN-Kinderrechtskonvention in die Verfassung mit umgesetzt haben wird. Das finden wir sehr gut. Meine Damen und Herren, das neu aufgenommene Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Schutz auf informationstechnische Systeme bringt insoweit unsere Verfassung an der Stelle deutlich auf die Höhe der Zeit und erlangt im digitalen Zeitalter natürlich besondere Bedeutung für den Schutz der Persönlichkeit. Zur Zeitgemäßheit will ich auch, weil das ist eigentlich für alle immer eine Selbstverständlichkeit, natürlich die Abschaffung der Todesstrafe erwähnen. Jetzt kommt hier bei mir auch der wichtige neue Abschnitt der Staatsziele, wo die zusammengeführt in der Verfassung jetzt aufgeführt werden und die bisher teilweise schon vorhandenen verstreuten
Eintragungen zusammengeführt worden sind. Wir haben ja, auch das wurde bereits erwähnt, eine Begriffsbestimmung, was Staatsziele im Sinne der Verfassung sind, da vorgestellt. Meine Damen und Herren, da war diese Absicht bei den von uns konsultierten Staatsrechtslehrern durchaus deutlich umstritten. Etliche waren der Meinung, so etwas tue man nicht. So, sinngemäß. Wir haben uns dazu entschieden, es vorzuschlagen, doch zu tun, weil wir nämlich genau darstellen wollen, Staatsziele verpflichten alle Gebietskörperschaften zur fortlaufenden Beachtung und dazu ihr Handeln nach ihnen auszurichten. Und sie geben dem einzelnen Menschen damit zwar keine individuellen einklagbaren Rechte, aber sie setzen den Rahmen für öffentliches Handeln von Politik und Verwaltung und haben damit auch einen starken Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung. Wenn wir das so definieren, ist natürlich für uns GRÜNE ganz besonders die Einführung der Nachhaltigkeit als allgemeinen Prinzip in die Hessische Verfassung von besonderer Wichtigkeit. Schließlich vertreten wir dieses Prinzip der Nachhaltigkeit bereits seit unserer Parteigründung. Sie kennen den alten grünen Spruch, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Meine Damen und Herren, wenn es künftig in der Verfassung heißen wird, der Staat, die Gemeinde und Gemeindeverbände berücksichtigen bei ihrem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit, um die Interessen künftiger Generationen zu wahren, dann wird Hessen damit ein Stück grüner und somit noch mehr unsere Heimat, was uns natürlich sehr freut. Eine sehr kompakte, aber ebenso aktuelle Ergänzung der Verfassung formulieren wir mit der Förderung der Infrastruktur. Da geht es, das ist schon intensiver vom Kollegen Schmidt angesprochen worden, sowohl um die Errichtung, aktuell auch gerade um den Erhalt nicht nur technischer und digitaler, sondern auch ebenso von sozialer Infrastruktur und angemessenem Wohnraum. Und wenn Sie diese Aussagen in den Rahmen des von mir schon beschriebenen Staatszieldefinition einpassen, dann gibt es eine gute Zielperspektive für unser Land, modern aufgestellt und sozial verpflichtet. So wollen wir die Zukunft in Hessen gestalten. Meine Damen und Herren, nach den Staatszielen komme ich zu einem weiteren Ergänzungsvorschlag, den der Kollege Heinz besonders für die CDU reklamiert hat. Sie wissen ja, wie das ist. Erfolg hat über viele Väter und Mütter, Niederlagen eher weniger. Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt. Uns war besonders wichtig, also ich rede von dem Stichwort Europaaufnahme, auch Europas als explizit in unsere Verfassung. Wir haben insbesondere darauf bestanden, dass wir auch den Begriff Europäische Union mit unterbringen und ansonsten die Darstellung, dass Hessen sich zu einem geeinten Europa, der das demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist, die Eigenständigkeiten der Regionen wahrt und deren Mitwirkung an europäischen Entscheidungen sichert, ist eigentlich hier bei uns ja hier im Landtag und in der hessischen Politik schon lange gängige Praxis. Spricht also nichts dagegen, das auch als Zukunftsperspektive hineinzuschreiben in unsere Verfassung. Besonders diese gesamteuropäische Perspektive für unser Land entspringt, wie Sie wissen, grünem Herzblut. Ich glaube, die Grünen sind nach wie vor die einzige Partei, aus deutsche Partei zumindest, die auch einen europäischen sozusagen Gebietsverband hat und pflegt, um damit deutlich zu zeigen, dass die europäische Zusammenarbeit für uns besondere Wichtigkeit hat. Schließlich haben wir einen historischen Kontext, und dieser Rahmen in Europa ist allein der mögliche, der uns eine friedliche Zukunft garantieren kann. Meine Damen und Herren, aus Zeitgründen kann ich jetzt nicht mehr alle weiteren Punkte erwähnen. Die Stärkung der Volksgesetzgebung, sprich die Herabsetzung des Einleitungsquorums für Volksbegehren von 20% auf 5%, ist sicherlich ein wichtiger Schritt. Das wurde bereits erwähnt. In 7 Jahrzehnten gab es in Hessen kein einziges erfolgreiches Volksbegehren, schlicht und einfach, weil die bisherige Hürde prohibitiv war. Das werden wir jetzt hoffentlich ändern mit Zustimmung des Volkes. Und dann haben wir mehr Möglichkeiten, dass tatsächlich die Parallelität, die Gleichwertigkeit von Volks- und Parlamentsgesetzgebung auch umgesetzt werden kann. Meine Damen und Herren, damit
ist der Grundgedanke der Hessischen Verfassung dieser Gleichwertigkeit dem auch Rechnung getragen. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Selbstverständlich werden wir im Laufe der parlamentarischen Beratung intensive Anhörungen weiterer Kommunikation haben, weil wir, wie schon gesagt, gut informierte Bürgerinnen und Bürger dann über die Verfassung abstimmen lassen wollen. Und umso nötiger ist es, dass wir das ist umso nötiger, als es sich bei dem Paket ja um eine große Änderung handelt. Manch einer war der Meinung, es sei ja nur eine kleine Änderung. Das ist in der hessischen Geschichte das deutlich größte und wichtigste Änderungspaket, denke ich, was wir je hatten. Es formuliert eine zukunftsfähige Gestaltung der Verfassung des Landes Hessen für den 8. Jahrzehnt ihres Bestehens. Und in diesem Sinne wünsche ich eine lebhafte, konstruktive Debatte über die vorgelegten Gesetzentwürfe und freue mich auf eine hoffentlich breite Zustimmung durch das Volk im Herbst 2018. Vielen Dank.